Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 4. So, wir machen gleich mit Kapitel 13 weiter. Und da sind wir ja zusammen auf dem Boot mit Ada. Sind aber ganz schön schnell unterwegs. Aber es herrscht peinliches Schweigen. Du siehst aus, als hättest du was zu sagen. Spuck schon aus, Leon. Aber wirst du sie auch beantworten? Keine Ahnung. Raccoon City. Dieser Vorfall, er hat alles verändert. Man rettet einen und 100 andere sterben. Ich habe mich verändert. Du? Leon Scott Kennedy? Oh, ich habe einen zweiten Namen. Du hast dich nicht verändert. Das bildest du dir bloß ein. Einbildung ist auch eine Bildung. Was ist denn das da? Die Frage ist, hast du dich verändert, Ada? Oder benutzt du mich nur wieder? Was denkst du? Ich werde benutzt, ganz klar. Wir sind da. Oh! Enterhaken! Wir sehen uns. Gibt's ja doch in dem Spiel. Ach, so eine blöde Kuh. Wie soll ich denn ein Boot steuern? Ach, anscheinend macht das die Zwischensequenz für mich. Na gut. Und da sind wir. Jetzt gehen wir rein in die Höhle und zerstören Voldemorts Horcrux. Irgendwie so. Ich weiß schon nicht, wo es lang geht. Hochklettern mit F, warum nicht? Mache ich doch gerne. Und da ist es ja, da ist Hogwarts. Sieht nur ein bisschen industrieller aus. Ja, was soll's. Kürbissaft produziert sich nicht von allein. Ashley. Da ist sie ja. Da bist du. Was sind das? Das für ganze Gerätschaft hier. Schnell jetzt. Wie schnell? Nix Munition. Wie soll ich ohne Munition irgendwas reißen? Nimm nächstes Mal einfach mehr Taschen mit. Ich brauche, glaube ich, wirklich mein Körpergewicht in... Naja, Munition halt. Kann ich da nicht interagieren mit? Wahrscheinlich schon, aber nicht direkt. Komm, kletter hier hoch. Ja, das klappt sogar. Komm, den schalt mal auf freundlich um, falls es möglich ist. Ah. Anscheinend können wir ihn nur ausschalten. Leicht versetzen. Das gefällt mir aber nicht. Oh, der Händler. Der ist immer überall irgendwie. Schau mal. Fledermäuse. Haben die einen kurzen Schrecken eingejagt? So. Ja, mit den Pisitas. Okay, ich glaube, mehr kann ich hier auch nicht einsammeln. Dann schauen wir mal, was der Händler für uns hat. Und was er bereit ist, für 20.000 für uns zu tun. Hoffentlich kleine Rohstoffe. Willkommen. Du hast neue Ware. Oh, Killer 7. Deine Kohle oder dein Leben. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Meine Kohle. Ah, nee, das andere. Vorratskäufe, gute Entscheidung. Oh. Einzelladerraketenwerfer. Das heißt, ich kann wahrscheinlich meinen verkaufen. Habe ich noch einen Raketenwerfer? Es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was kommt. Ah, der ist schon längst weg. Erfahre ich das jetzt nach ein paar Episoden auch mal, dass man den nicht nach einem Schuss nicht weiter im Inventar hat. Na gut. Man lernt ja immer dazu. Wofür kann ich dich begeistern? So, Lippenrouge kommt weg. Goldplättchen kommt weg. Seidenkristall kommt weg. Wenig. Die extravagante Uhr kommt weg. Dafür habe ich einfach nicht das passende Teil. Danke. So. Die TMP hat sich als überraschend nützlich erwiesen.
Was hat er denn noch? Er hat eine Killer 7, die hätte ich natürlich gern. Da können wir auf jeden Fall unsere Magnum verkaufen. Broken Butterfly. Jetzt ist es ein verkaufter Butterfly. Dafür lasse ich einiges springen. Sehr schön. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot. Wir können natürlich den Raketenwerfer auch wieder kaufen. Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Ah, das ist so ein Single-Use-Item. Ah, zumindest war der effektiv. Koffererweiterung wäre natürlich auch was, aber so viel Geld haben wir nicht. Ganz ehrlich, wenn du eine Waffe brauchst, dann die. Na gut, ich vertraue dir da. So, wir haben noch ein wenig Geld, ein ganz wenig Geld. Das habe ich nicht immer vorrätig. Viel, viel zu wenig Geld. Können wir noch was verkaufen? Die Striker, die Stingray, das Sturmgewehr vielleicht. Das verbraucht nur Munition. Und ich habe das Stingray irgendwie dann lieber. Blacktail behalten wir. Und ansonsten würde ich sagen, behalten wir den Rest auch. Na gut, also das Sturmgewehr verkaufen. Wir können es ja zurückkaufen. Ansonsten kann ich irgendwas einlösen hier. Ah ja, ich könnte die Mathilda haben. Die will ich aber nicht. Oder wir können Kelch der Buße kaufen und den dann verkaufen. Hm. Achso, den müssen wir noch manuell kombinieren mit Edelstein, dann bringt es auch nichts. Was kann ich für dich tun? Oh, das ist so teuer. Das ist doch so teuer. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh, geh sorgfältig damit um, okay? Ich versuch's. Kleinigkeit. Angriffskraft, Haltbarkeit. Naja, das passt eigentlich noch. So, wie kriege ich jetzt noch 20.000 her? Ich könnte natürlich die Striker verkaufen. Es macht keinen Unterschied. Und die Stingray, dann braucht man die nicht in der Episode. Die können wir, wie gesagt, einfach zurückkaufen, so wie ich das verstanden habe. Oh, der seltsame Quader, der kann natürlich auch weg. Besten Dank. Gern geschehen. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Und dann Raketenwerfer hätte ich auch gern noch. Nur zur Sicherheit, nur zur Sicherheit. So, automatisch sortieren. Willkommen. So, her damit. Ich will ja nichts sagen, aber manchmal sind die Dinge interessanter, wenn alle die gleichen Chancen haben. Ja, das finde ich auch. Ich mag das Teil. Und so wie der letzte Bosskampf lief und brauche ich die beim nächsten. Nein, die Koffererweiterung ist so teuer. Ich dachte, ich hätte 180.000 wieder. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Wir speichern auf jeden Fall mal. Kapitel 12 braucht man nicht mehr. Kapitel 11 noch weniger. Na gut. Wir sind einigermaßen, ich will nicht gerüstet sagen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir haben Waffen. Wir haben wenig Munition. Die muss ich jetzt hoffentlich doch nicht alle verstellen. Oh, da ist ja noch ein Bösewicht. Ein Wicht, der nur Böses im Schilde führt. Oh. Oh. Ein Wildschwein. Und das ist nicht gut. Aber ist schön, dass der die ganze Munition verschießt. Fein mit dir. Okay, da sind mir zu viele. Ja, du hältst dich schön zurück, Kollege. Ah, kommt mal hier zum Ölfass. Kommt mal hier. Ja! Yeah. Ah, das läuft doch. Ich brauche noch so ein Ölfass. Ich brauche einfach noch so ein Ölfass. Komm schon. Warte, warte, warte. Nicht den Raketenwerfer gleich, aber hier den schönen Revolver, der kommt auf die... Ja, der kommt auf die 2. Der Raketenwerfer, der kommt aufs die 3. Und den rüsten wir aus. Ja! Gute, gute Magnum. Bist du down? Du bist down? Das ist ja schön.
Ja, ich habe euren Vorarbeiter platt gemacht. Was sagt ihr dazu? Nein. Bleib tot. Bleibst du tot? Er bleibt tot. Und wir kriegen schön viel Geld gerade. Oh, ein Alexandrit. Der wird einiges wert sein wahrscheinlich. Muss ich die kaputt machen? Na komm. Okay, der kleine, den kriege ich nicht hin. Da ist die Armbrust fallen, Kollege. Komm schon, na komm. Aus dem Weg. Oh, Mist. Hörst du noch ein? Hey, du brennst ja beinahe durch dein eigenes Zeug. Ja. Yeah. So in etwa habe ich mir das vorgestellt. Ja, kein schönes Gefühl. Das sollten wir anderen halt nicht antun. So einfach sieht das aus. Her mit allem, was Geld bringt. Oder waren es Spinell drin? Ein Spinell. Schade, dass wir von dem Schwein da die Waffe nicht mitnehmen können. Oder zumindest die Munition, die da drin war. Na gut. Hier liegt ja genügend Munition aktuell rum. Das finde ich herrlich. Doch der Typ nervt da oben ganz schön. Kann das sein? Kann das sein, dass du nervst? Oh, ich treffe dich nicht. Ah, jetzt bist du getroffen. So, dann schön hier alles durchkämmen, bis die Frisur so richtig schön sitzt und wir genügend Geld haben. So, nach oben. Kann ich die Dinger nicht direkt kaputt machen? Sieht nicht so aus. Na gut. Rotes Kraut. Das brauchen wir ganz bestimmt irgendwann. Pistolenmunition wird immer mehr. Das ist schön. Die können sich auch noch ruhig ein, zwei Mal vermehren im Inventar. Hätte ich gar nichts dagegen. So, und hier oben waren wir auch noch nicht. Und dann können wir zu der großen leuchtenden Tür gehen. Ah, doch. Da liegt ja noch was. Pistolenmunition. So. Da kann ich nicht viel machen. Muss ich wohl hier rein. Komm schon, kletter doch, Leon. Ernsthaft? Was soll ich denn da machen? Ich kann dich ja schlecht ausschalten. Ich bin gerade etwas überfragt, was das Spiel von mir will. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sterben, wenn wir es da versuchen. Oder löst es nur einen Alarm aus? Egal, probieren wir es erst da hinten. Bevor ich so verzweifelt bin, dass ich in eine rote Linie reinlaufe, probieren wir es erst noch da hinten. Weil hier, komm mal her. Ich wüsste nicht, was das bringt. Gleich da hinten, aber da waren wir auch schon. Ja, ja, ich speichere einfach nochmal. Ich speichere einfach nochmal. So, und jetzt können wir durch den roten Bumster gehen. Es sei denn, hier führt es tatsächlich irgendwo hin, wo Spaß macht. Da ist auf jeden Fall ein Grabstein. Grabinschrift in einer Höhle. MDCCXLI. Die Jahreszahl in römischen Ziffern kriege ich nicht auf die Schnelle hin. Vertrieben von den kriegerischen Gottlosen finden wir uns im Exil wieder. Verdorrt ist das Gras, karg der Wald. Ein Leben in Sühne, die Insel unser Fegefeuer. Doch verzagt nicht, Brüder und Schwestern, unsere Zeit wird kommen. Hester Settler. Interessant, kriegt man noch ein bisschen was von der Familienstimmung damit. Hoffentlich müssen wir nicht gegen Hester kämpfen. Da drüben komme ich nicht hin. Das ist, glaube ich, wirklich nur Deko hier. Die wollen, dass ich sterbe und durch das rote Ding da gehe. Dann tun wir dem Spiel doch den Gefallen. Mehr kann ich nämlich nicht tun. Außer mir eine Alternative überlegen, falls das doch irgendwie nicht richtig war. Wir können hier ja mal probemäßig durchgehen. Das wird aber nichts bringen.
Ist das dein Ernst? Doch, da kann ich interagieren mit, halbwegs. Hä? Ach, ganz außenrum. Ganz außenrum. Na gut. Dann will ich mich nicht beschwert haben. Ich bin mir fast sicher, das ging vorher nicht. Und hier geht's auch nicht rein. So ein Jammer. So, Spiel. Jetzt komme ich allerdings nicht dadurch. Ich versuch's ganz knapp. Nee. Vielleicht nicht. Vielleicht machen wir das nicht. Ach, Krise. So, dann hier rein. Da oben waren wir schon. Na also. Und wir sind nicht draufgegangen. Bis jetzt noch nicht zumindest. Na? Hier kann ich nochmal runterspringen. Das bringt mir aber gar nichts. Und hier liegt ein Döschen, mit dem man nicht interagieren kann. Ein Glück haben die das hier nicht abgeschlossen. Sonst hätte ich jetzt echt die Arschkarte gehabt. Weg mit dir. Keiner weniger. Nein, du entwickelst dich. Lass das. Sehr gut. Immer wenn man das hinkriegt, spart es enorm viel Munition. Und inzwischen bin ich davon ganz großer Fan geworden. Da habe ich zumindest zwei verschwendet. Das hat es wieder ausgeglichen. Nein! Tschüss. Ich sagte tschüss. Ist ja widerlich. So. Das widerliche Monster kann uns nichts mehr tun. Nur noch die nächsten. Hä? Habe ich nur seinen Helm getroffen? War aber nicht sehr gut. Ja. Ach, du bist alleine hier. Na gut. Das hat sich nach mehr Leuten angehört. Da ist schon wieder so eine Höhlenmalerei. Vielleicht ist es nur Eisenerzvorkommen, wer weiß das schon. Bin ja kein Höhlenforscher. Ah, das kann ich bestimmt nicht aufschießen. Das Spiel hat mich zumindest das schon gelehrt. Irgendwas hinter mir? Nö. Gut, dann können wir uns voll und ganz auf die Feinde vor uns konzentrieren. Von der Klippe mit dir. Na, lass den Loot da. Tschüss. Bist du tot? Tot? Ich glaub mal. Wenn der jetzt irgendeinen Smaragd oder so dabei gehabt hätte, wäre das wieder ärgerlich. Ja. Das spart natürlich auch Munition. Und mehr einzusammeln als auszugeben ist natürlich auch sehr hilfreich. Können ja mal ein bisschen schleichen. Zumindest der Kollege versteckt sich hier auch ganz schön. Zumindest vor der Arbeit. Gemacht hat er nichts. Boah. Warte. Inventar. 11 Item. Jetzt kann ich wieder. Normale Pistole sollte reichen. In die Eier. Ne? Überraschend schmerzhaft. Nochmal. Sehr schön. Na, kommt hier. Da ist so ein Lämpchen. Ich weiß genau, was ich damit machen will. Komm hier. Ja. Yeah. Nicht werfen. Verbrennen. Oh, shit. Wieso Metallschilder? Ist hier nochmal eine Lampe? Nee, aber ein Explosionsfass. Ja. Und den anderen gleich mit.
langsam habe ich genug. Ja. Jetzt reicht's hier, zwei Spaßvögel. So. Irgendwas hier draußen. Innen ging es auf jeden Fall noch ordentlich weiter. Und die Felsen können wir da, glaube ich, auch wegsprengen. Das sieht zumindest erfolgreich aus. Ein Schatz. Mein Schatz. Eine Katze mal wieder. Natürlich ein Luchs. Dem müssen wir noch Augen einsetzen und dann können wir es für ordentlich Geld verkaufen. So, und ja, geht nicht ordentlich weiter. Nur gelbes Kraut noch drin. Na gut. Dann war hier auch alles gebonkt und geklärt. Dann gehen wir mal weiter. Pistolenmunition könnte nicht schaden. So, MP-Munition. Ich habe die MP abgelegt, oder? Nee, habe ich tatsächlich noch. Dann wollen wir die gleich machen. Ja, passt. Das passt doch. Ein Raketenwerfer? Mit Laservisier. Ja, ich wünsche, du hättest deine Kollegen damit ausgeschaltet. Ja, macht er auch. Komm schon, auf mich. Auf mich. Komm schon, schieß. Na, ich will doch, dass ihr drauf geht. Komm schon. Das muss doch irgendwie Munition sparen gehen. Komm schon. Ja! Oh Mann, wieso trifft er die denn nicht? Der ist so blöd im Zielen. Na gut. Oh, steh doch nicht wieder auf. Das muss reichen. Das muss reichen, Kollege. Können wir den Raketenwerfer vielleicht danach aufsammeln? Das wäre klasse. Nein! Hat mich der Typ einfach getroffen. Einfach getroffen und jetzt taucht er nicht mehr auf. Na gut. Dann looten wir hier nochmal kurz zu Ende. Oh, haben zu Ende gelootet. Und dann da links rein, nachdem wir das hier aufgesammelt haben. Gebt mir noch einen Raketenwerfer. Da bist du ja. Oh, du bist gestolpert. Das sind hier keine sicheren Arbeitsbedingungen. Das würde ich meiner Gewerkschaft melden. Oh. Komm schon, wie viele Schüsse willst du denn in die Fresse? So viele. Na gut. Oh, keine Blendgranaten, wenn man sie braucht. Nachladen. Nachladen. Oh, das verbraucht immer so viel Munition. Der war aber echt stark, was der ausgehalten hat. Die schöne Munition. Und wieso war der Raketenwerfer von denen hier nicht Single Use? Man kann sich ja noch beschweren. So, ist egal. Was haben wir denn hier Schönes? Lag da was? Nö. Leider nicht, leider nicht. Dann schauen wir mal oben lang, was die noch in ihrem schönen Bunkerchen für mich haben. Hoffentlich nichts, was mich erschreckt. Eine einzelne Kiste mit 1000 Peseten. Darüber muss man sich wirklich nicht so arg fürchten. Na gut, dann lasst uns mal eindringen in die Festung. Ich glaube, bis jetzt hat mich noch niemand bemerkt. Ist ja eine Stealth-Mission hier. Ah, fünf Schüsse haben wir. Und das Wichtigste, können wir Schüsse nachmachen? Nee, nur von der MP.
Ah, ein Glück habe ich die wieder gekauft. Ein Glück habe ich die wieder verkauft. Oh nee. Shit. Da war ja was. Einer weniger. Geile Waffe. Sollte ich aber nicht verballern. Wir nehmen mal hier die MP. Ja, ich bin hier. Komm schon. Ja. Schön tot bleiben. Ah, ich muss nachladen. Au. Nachladen. Sprech ich Spanisch? Nee, dann würdet ihr mich ja verstehen. Ja. So auch noch. Na gut. So langsam habe ich es raus. Wie man mit euch umgeht. Da ist was, was ich öffnen können sollte. Laut Spiel zumindest. Hier auch. Her damit. Eine Krone. Die Raketenwerfer und Kosten sind damit wieder ausgeglichen. So. War da oben noch was Schönes? Oder muss ich da unten rein? Weil so viele Fragen, so wenig Antworten. Was bist du denn da? Eine Falle? Mag doch gar keine Fallen. Okay. Na, wenn man hier was looten kann, dann sind wir ja richtig. Seidenkristall. Ihr könnt auch was Besseres reintun. Okay, wir können Spiel speichern. Na, dann macht man das doch. Gut. Dann können wir hier nach oben. Auch zwei verschiedene Arten. Hätte mich jetzt noch interessiert, was da unten ist. Und das sieht nicht gut aus generell. So, rotes Licht, rotes Klebeband, alles nicht sehr angenehm. Was war denn hier unten? Warum durfte ich das aufmachen? Oder kann ich nur hochklettern? Hier komme ich wohl nicht rein. Ich muss einen anderen Weg finden. Ah, na gut. Dann hättest du es mir auch einfach nicht anzeigen müssen, Spiel. Dann wäre ich nicht nochmal hier runtergekraxelt. Ich glaube, den anderen Weg haben wir hiermit gefunden. Einmal aufs Knöpfchen drücken. Geht wohl auch nicht. Verschlossen. Vielleicht besser so. Vielleicht besser so. Schöne Pistolenmunition. Eine Leiter. Komm schon, noch eine Krone. So viel Kronen, wie ihr mir geben könnt. Wie beim Zahnarzt. Bist du tot? Doch. Oh, hier ist eine Sprengfalle. Necke? Yeah! Hat gehofft, mehr gehen dadurch drauf. Na gut. Man muss sich auch mit wenigen Toten zufrieden geben. Hat mir meine Mutter immer beigebracht. So. Eine Konsole. Ich glaube, die kann ich aufmachen. Ah, nee, ich kann die gefährliche Tür aufmachen. Ansonsten noch was. Vielleicht mehr Munition hier. Ich habe Angst vor so einer Tür. Und ich glaube nicht zu Unrecht. Oh, Fass. Mit 600 Pisiten. So, explodiert das auch? Eigentlich nicht. Ist ja nur ein Feuerlöscher. Kein Feuerbeschwörer. Oh, oh. Zwischensequenz. Ashley! Ashley! Oh je. Die ignoriert mich. Was habe ich dir denn getan? Halt durch. Ich
wollen die eigentlich von ihr? Ich glaube, wir sind auf dem Weg, das rauszufinden. So schön einsammeln, nochmal schön Rohstoffe im L-Format. Oh, Gott, eh entdeckt. Noch eine Kuh. Also das andere war ein Schwein. Alter, mache ich Schaden? Ich mache ja Schaden. Bin ich gar nicht gewohnt. In den Popo. Na, ja, das war nicht gut. Bleib unten, Kollege. Dankeschön. Ein Seidenkristall für mich und ein Tod für dich. Oh nee, wieder ein Rätsel. Locked Swipe Keycard. Ich habe keine Karte. Ashley, wach aus deinem Koma auf, ich brauche dich. Na gut, einmal nach oben. Schön, dass alles so gelb markiert ist, womit man interagieren kann. So, kommen wir da durch. Ja, passt. Nein. Ah doch, hat noch geklappt. Ist sie tot? Dann verhalte ich auch so. Diese Elektrostäbe mag ich auch sehr, sehr gern. Coole Waffe. Ich glaube, das war wirklich Munitionsverschwendung. Halt an! Sehr schön. In die Eier. Wenn die den Helm auf haben, immer in die Eier. Scheint zu funktionieren. Ja. Ja, ich ja gut. Schlimmste ist vorbei. Nicht entwickeln. Ah, du wolltest dich entwickeln. Nicht mal auf die Kultisten ist mir Verlass. So, wir müssen natürlich erstmal hier alles einsammeln und bestaunen, bevor wir durch eine Tür gehen, die eventuell zum Ziel führt. Weil das Spiel ist dann nicht sehr verzeihend, wenn man Loot liegen lässt. Das ist mir zumindest schon aufgefallen. So. Dann schauen wir mal, was hinter dieser Tür lungert. Oder erstmal, was hier lungert. MP-Munition, nicht das Schlechteste. Ein Aktenkoffer mit Rohstoffen. Sehr schön. So, dann kann es ja nur hier weitergehen. Hallo? Servus? Ist hier eine Keycard drin? Vielleicht im Fass? Nee, da waren nur Pisiten. Pistolenmunition. Der andere Schrank will gar nicht auf. Oh, da hinten geht's weiter. Ich dachte, der Raum wäre abgeschlossen. Ich glaube, jetzt kriegen wir gleich ordentlich einen auf die Mütze. Ich bereite mich auf einen Jumpscare vor. Oder auch nicht. Oder hier nach. Jo. Irgendwer da? Irgendwas, was ich hier machen muss? Außer zu looten. Hier bewahrt man doch keine Keycard auf. Ja, hast du das gemacht? Das war beeindruckend. Wieso hast du gebrannt? Na, in den Ofen gehe ich nicht. Händler! Du hattest schon bessere Plätze. So, was hast du denn noch für mich? Das ist, was ich derzeit habe. Verkaufen. Was können wir denn verkaufen? Oh, die elegante Krone ohne Edelsteine bringt echt gar nichts. Bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Der Goldlux natürlich auch nicht. Die Seidenkristalle können weg. Und das war's, glaube ich, auch schon. Ja. Besten Dank. Tunen. Einmal das Kampfmesser reparieren. Und so die Weste. Und dann war es das tatsächlich schon erstmal. Das ist aber schade. Ja, finde ich immer noch nicht gut, dass du so auf der Munition sitzt.
Ja, und das überschreiben wir auch. Kapitel 13 passt. Die Speicherstände werde ich eh nicht mehr auseinanderhalten können. Komische Geräusche im Hintergrund. Nur das Beste vom Besten. Ein braunes Hühnerei. Ah, da brauche ich auch eine Keycard. Noch habe ich keine gefunden und kaufen konnte man die auch nicht. Ach, ich habe schon wieder so viel Auswahl. Dann schau mal erstmal hier lang. Erstmal hier lang schauen. Da brauche ich eine Keycard. Lag da eine? Nö. Dachte, in der Ecke hat so ein Loot-Symbol aufgeblitzt. Ich habe mich geirrt. Oh, nee. Deswegen. Wo bist du? Gib mir gleich aufs Maul. Labornotiz. H.N. Dr. Ernesto Munoz Reis, Facharzt für Pathologie. Der Abteilungsleiter hat neben Antrag auf Erneuerung Ihrer Schlüsselkarte stattgegeben. Bitte gehen Sie mit Ihrer Schlüsselkarte der Stufe 1 zur Sezierstation und folgen Sie den Anweisungen auf der nächsten Seite. Überschreiben Sie die Karte für eine Stufe 2 Freigabe mit dem Gerät im Gefrierhaus. Überschreiben Sie die Karte für eine Stufe 3 Freigabe mit dem Gerät auf der Inkubationsstation. Bitte holen Sie vor Benutzung der Geräte stets die Erlaubnis des zuständigen Aufsehers ein. Na gut, ich glaube, wir brauchen den von der Inkubationsstation. Wenn dann schon Stufe 3. So. Oh je, das erinnert mich an diese eine Mission, wo wir auf den... Okay, keine Ahnung. Da hat jetzt Dissection. Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal wahrscheinlich ins Sezierzimmer. Dann wollen wir mal. Hoffentlich werden wir nicht seziert. Hol doch deine Taschenlampe raus. Oh je. Oh je. Schnell und schmerzhaft wird das hier. Oh je. Lass das Teil doch an. Insufficient Power. Calibration required. Wie kalibriere ich was? Nee, das klappt so nicht. AD auswählen, Space bestätigen. Muss ich die Tasten drücken? Ich kann die ja auch nicht drehen. Okay. Hat das schon gepasst? Ja? Nein? Sieht gut aus? Nö. So, jetzt? Ich würde sagen, das sieht gut aus. Insufficient Power. Calibration required. Was ist das denn für ein Rätsel? Und wieso atmet jemand so schwer im Hintergrund? Das verunsichert mich. Na, da nach rechts ging es zumindest noch. Das ist ein Weg, den wir noch nicht hatten. Das sieht besser aus. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich drücke nur Buttons. Gehe da nicht mit irgendwie System oder Logik ran. Ah, Door Access. System restored. Na gut. Egal, was ich... Ich hoffe, du bist tot. Gott. Was für Experimente veranstalten die hier? Keine Ahnung, aber so nett sieht das nicht aus. Analysebericht Regenerator, Datum 9. April. Es ist soweit, ich habe neues Leben erschaffen. Ich nenne ihn Regenerator. Sein Stoffwechsel sucht seinesgleichen. Solange die Parasiten in seinem Körper nicht vollständig abgetötet werden, ist er in der Lage, sein Gewebe immer wieder zu regenerieren. Oh, das gefällt mir nicht. Datum
10. April. Ich habe testweise seinen Körper mit einem biosensorischen Zielfernrohr betrachtet und konnte mich davon überzeugen, dass die Parasiten für den Wirt wie eine Art lebenswichtiges Organ fungieren. Es ist fast, als hätte er mehrere Herzen. Diese neue Kreation ist im Wesentlichen unsterblich. Ich bin sicher, selbst Dr. Frankenstein würde mir voll der Bewunderung die Hand schütteln wollen. Ich wäre mir nicht so sicher. 13. April. Ich habe der überheblichen Flachpfeife aus der Abteilung von meinem Durchbruch erzählt. Der ist kreidebleich geworden. Dann hat er irgendwas in sein Notizbuch gekritzelt. Ich dachte, er wäre beeindruckt, aber stattdessen hat er mich bloß vor den sogenannten Gefahren gewarnt. Der Typ hat Nerven. Vollidiot. Ich habe alles unter Kontrolle. Kein Datum angegeben. Das Objekt ist durchgedreht und aus dem Kryotank ausgebrochen. Der Vollidiot war ich. Tja, was ist die Moral der Story? Kein übernatürliches Wesen versuchen zu erforschen. Okay, Schlüsselkarte Stufe 1, die haben wir schon mal sicher. Dann hoffe ich aber, dass so ein Regenerator, wie er da gerade rumgelaufen ist, uns nicht angreift. Boah. Boah, war das ein Jumpscare. Die hatten mich halt hier ein bisschen in der Patsche. Ich bin in der Sackgasse. Ich habe keine Blendgranaten. Ich komme hier halt nicht raus. Jetzt komme ich hier raus. Ich glaube, wir haben gelernt, dass wir die nicht bekämpfen können. Vielleicht muss ich den Raketenwerfer einsetzen. Na, immerhin, hier kommen wir durch. Keine Power. Muss den Strom einschalten. Ich brauche ein Health-Item. Ich muss erstmal Health-Items herstellen. Alter, hat mich der erschreckt. Grün und rot. Bringt man das, ist man nicht sofort tot. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. In die Eier. Du hast gar keine. Kann man dich echt nicht töten? Kann man dich echt nicht töten, Kollege? Was machst denn du? Das sieht witzig aus. Ich glaube, ich muss sie verbrennen oder so. Ich glaube, der tötet mich sowieso. Wow! Das wird's. Schade um den Raketenwerfer. Boah, ey. Glaubt, das wäre nicht nötig gewesen. So, dann probieren wir es mal. Weiß nicht, ob das richtig war. Oh, mein schöner Raketenwerfer. Den hätte ich gern behalten. So, das passt noch nicht. Kann ich einen Kontrollpunkt laden? Weil dafür war der Raketenwerfer schon echt schade. Okay, ich würde sagen, ich lade einen Kontrollpunkt. Da gibt es einen automatischen Speicherstand. So, da sind wir wieder. Ich habe den Spielstand geladen. Wir haben den Raketenwerfer zum Glück noch. Jetzt schauen wir mal. Da kommt er ja wieder. Oder? Keine Ahnung. Aktuell höre ich nichts. Haben wir die Schlüsselkarte schon? Nee, vielleicht lag es daran. Da ist er. Diesmal erschreckt er mich nicht. Scheiße, was bist denn du? Oh, Entschuldigung. So, was müssen wir denn hier machen? Uns in die Enge treiben lassen? Das kann ich doch nicht brauchen. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Nee, ich brauche einen Arzt. So, wie war das? Wir müssen jetzt in die Gefrierstation. War das richtig? Fühlt ihn richtig an. Ich bin doch ausgewichen.
Und doch ausgewählt. Glaub dem, dem hau ich nur noch auf die Rübe. Da braucht man Stufe 2 definitiv für. Warum tust du dir nicht was Gutes? Okay, hier ist wieder der Händler. Wo muss ich denn lang? Lass mich mal das nachvollziehen. Also hier links gibt es da eine Tür. Versorgung, Lager, Überwachung, Zeile, Gefrierhaus, da. Und die Zierstation, dann bin ich doch richtig. Achso, ich bin gerade zurück durch die Tür. Okay, wir müssen geradeaus, dann nach links, dann nach links. Ich glaube, jetzt müssen wir zur Gefrierstation. Na gut, krieg mal hin. Was hast du denn da? Was hast du denn da in deiner Brust? Und das ist noch meine Schussverletzung. Die ich dir zugefügt habe. So einmal nachgenerieren. Also nicht so wie der Regenerator, aber ein bisschen hilft. Kann nicht schaden. Vielleicht hole ich meinen Raketenwerfer ja doch noch raus. Wer weiß das schon. Benutzen. Sehr schön. Ja, das sieht nach einem Gefrierhaus aus. Noch ein Rätsel. Ich hoffe, währenddessen wäre man nicht angegriffen. Der Musik nach zu urteilen vielleicht doch. Okay, nächstes. Hast du schon? Hat das schon gepasst? Na komm schon. Insufficient Power. Oh, ich verstehe die Rätsel nicht. Ah, wir müssen alle Knoten mit Strom versorgen. Das verstehe ich jetzt. So schnell kann man was verstehen. Da braucht man aber noch den äußeren. So. Wie kriegt man denn den ganz außen unter Strom? So, der ist jetzt unter Strom. Aber die nächsten nicht. Aber ich verstehe, wie wir jetzt die... Zumindest was wir machen müssen. So, die unteren würde ich sagen passen. Die äußeren noch nicht. Also vor allem der hier. Vielleicht müssen wir hier auch was machen. Ah, das kann klappen. Das sieht gut aus. Sehr schön. Door Access. Wunderbar. Oh, eine MP5 oder eine LE5. Warum nicht? So, und nu? Keycard Override. Auf jeden Fall her damit. Stufe 2. Und da wissen wir auch schon, wo wir hin müssen. Oh, das dauert. Noch einer? Kannst du mich in Ruhe lassen? Ah, deswegen war es gut, den Raketenwerfer zu behalten. Komm schon, warum dauert das so lange? Gute Frage. Oh, was hast du denn für Attacken? Sehr gut. Dreh dich mal kurz um. Und tschüssi. Ich sagte tschüssi. Auf nimmer Wiedersehen, hoffe ich. Boah. Echt unfreundliche Viecher. Und der andere lungert auch noch irgendwo rum. So, benutzen. Sehr schön. Ich lad mal nach. Bringt zwar nichts gegen die Dinger. Ja, was soll's. War ich hier nicht schon? Keine Ahnung. Hallo, ich bräuchte eine Stufe 3 Sicherheitszulassung.
Da wisst ihr auch nichts von. Es tut mir aber leid. In die Eier. Yeah! Gute Taktik. Könnt ihr nicht mit dem Regenerator da kämpfen? Ah, da braucht man Stufe 3. Okay. Das muss ja aber hier in der Nähe sein. Auf die zu entwickeln. Sehr gut. Und gelbes Kraut. So, auf die Karte schauen. Schießpulver liegt hier. Das ist sehr gut. Und irgendwo ist Missionsziel in der Richtung. Ist es nochmal Händler? Nee. Oh je. Oh je. Der hat hier ganz viele davon gezüchtet. Ich glaube, ich weiß schon, wo das hinführt. Biosensorisches Zielfernrohr. Biosensorisches Zielfernrohr. Das biosensorische Zielfernrohr kann mit jeder Waffe verwendet werden, auf der ein Zielfernrohr montiert werden kann. Dann wahrscheinlich auf der MP, oder? Zubehör. Biosensorisches Zielfernrohr. Dann rüsten wir die MP noch auf. Schnellzugriff auf die 5er Runde nicht. Ah. Kann ich jetzt einfach die Parasiten hier zerstören? Das sieht zumindest danach aus. Sehr schön. Hey, ich dachte, du bist tot. Lad nach, Kollege. So. Der ist hinüber. Das ist sehr schön. Dann wissen wir ja. Ganz oben am Hals ist am schwierigsten. Fuck. Einfach fuck. Na gut, das war zumindest Munition sparen. Handgranate. Die wird natürlich auch helfen. Bevor die mit... Ja, die explodieren immer so schön. Oh, nachladen. Sei doch nicht so fies. Sei doch nicht so fies. Yeah. Diesmal lade ich davor nach. Und du hast oben zwei. Und du hast einen Schraubenschlüssel? Warum denn das? Ich dachte, ich hätte nachgeladen. Na gut. Der Schraubenschlüssel war aber immer noch da. Ah! Den hattest du in dir drin. Merkwürdig. Den braucht man bestimmt für irgendwas. Alle tot? Gut, dann bleiben hoffentlich alle tot. Hier sind ja nochmal Zettel. Fall 2002F Ausbruch E Testsubjekts. Während eines kürzlichen Stromausfalls erwachte ein Testsubjekt aus der Kryostase, brach aus seinem Haltetank aus und flüchtete. Das Subjekt konnte nach 20 Stunden gefangen und die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt 7 Personen starben bei dem Vorfall, 19 wurden verletzt. Ein toter Mitarbeiter sowie eines unserer Werkzeuge konnten bis dato nicht aus dem Körper des Subjekts geborgen werden. Ja, das Werkzeug habe ich. Die Ursache für diesen Unglücksfall liegt in der instabilen Stromversorgung. Die veralteten Generatoren werden unserem anspruchsvollen Zeitplan nicht gerecht. Wenn wir solche Vorkommnisse in Zukunft verhindern wollen, muss das Management mehr auf die Bedürfnisse der Ingenieure eingehen, statt immer nur die der Forscher. Na gut. Benutzen. Einmal draufhauen, denke ich. Nicht draufhauen, aber na gut. Das hätten wir auch mit dem dünnen Finger hinbekommen. So,
So, Keycard kommt rein. Das dauert jetzt wieder ein bisschen. Was? Wo kommt ihr her? Ich wollte doch gerade looten, ganz entspannt. Noch wer? Oh nee. Oh nee. Oh nee. Nachladen. Wie findest du es jetzt ungefähr? Mit was wirfst du da, Dynamit? Zieh noch eins. Sehr gut. Oh, ich ver... Schieß mal wieder alles. Sorry. In die Eier. Oh, keine Schüsse mehr. Keine Schüsse mehr. Auf 8 habe ich noch Schüsse. Nein. Au, 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 au. Macht doch keinen Unterschied, glaub, welche Waffe das ist. Ja, ja. Ich vergaß. Ich vergaß. Ja, ist ja gut. Nein! Lässt die Pfoten von mir. Echt? Das hat schon gereicht, um dich aus den Socken zu hauen. Na gut, wir können wieder eine Kräutermischung gebrauchen. Einfach die da. Boah. Runter mit dem Zeug. Muss nicht schmecken, muss wirken. So, die schöne Pistolenmunition, die will ich natürlich alle haben. Nach Craften können wir hoffentlich auch mal so langsam wieder was. Eine schwere Granate lag da noch. Oh. Her damit. Hier kann ich nichts machen. Alles ist gelesen. Fast alles war gelootet. Das sieht doch gut aus. Wir schauen jetzt noch, ob wir was craften können. Ja, Pistolenmunition. Und ich muss verrückt sein, nochmal MP-Munition. Da sind hier noch zwei Regenerados auf Rache aus für ihre Freunde hier. Vielleicht brauchen wir es ja nicht, aber Safety first. Alles gut? Wieso so viel Geräusche? Wenn nichts ernsthaft hier hinter mir her ist. Oh oh. Oh oh. Macht schon wieder so unheilvolle Geräusche hier alles. Na komm, wer will aufs Maul? Ich nicht. Ich definitiv nicht. Ah, da kommen wir noch nicht rein. Ja, ja, hier war man ja die Leiter hoch, um dann Ashley zu retten. Komm am Händler vorbei. Was auch immer das bringen wird. Glaube ich zumindest. Oh, Kiste übersehen. Passiert mir wohl häufig genug, um ein ernsthaftes Problem zu sein. Vielleicht habe ich deswegen nicht genügend Loot. Das war ja nicht richtig. Das hier war richtig. So, jetzt sind wir beim Händler. Du hast den Geruch des... Das tut mir leid. Au. Ich war doch gerade hier am... Und der zweite. Natürlich. Schieb mal. Erstmal den ein. Schon. Ich habe nicht mehr so viel Munition. 7 Schuss noch. Gut. Gut, gut. Oh, Rubin und Saphir. Weil hier war mal drin. So, ich nehme mal an, alles, was ausgeschalten werden muss, ist ausgeschalten. Wo müssen wir dann jetzt hin? In die Zelle. Die können wir jetzt wahrscheinlich freischalten.
Und dazu müssen wir in den Lagertrakt wieder. Bin ich jetzt völlig umsonst hier lang gelaufen und habe die zwei Viecher noch besiegt? Das kann eigentlich nicht sein. Doch, das kann natürlich sein. Ich traue mir alles zu inzwischen. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir auch Pech. So, dann schauen wir vielleicht doch eher nach unten. Da, wo wir Ashley vermuten. Ne, wo sie definitiv drin ist. Haben wir jetzt eine gute Schlüsselkarte. Oh, noch was übersehen. Ein Forellenbarsch, der wird nützlich sein. So viel Health-Items habe ich nämlich auch nicht. Zumindest den Weg nach unten finde ich irgendwie. Hab ich stark die Hoffnung. Okay, hier war nicht. Hier war nicht, aber er war in der Nähe. Bin doch gerade hier Treppe hochgekommen. Boah. Dann würde ich sagen, wieder runter mit uns. Ah, da ist ja einfach die Keycard. Mensch, manchmal. Manchmal bin ich doof. Geht's dir gut, Ashley? Oh nee. Shit. Hast du wieder zu viel von deren Blut gesoffen? Gegenmittel. Es wirkt. Die Wirkung war ja nur irgendwie von kurzer Dauer. Du wirst wieder. Ja, das hoffe ich. Davon hängt meine Bezahlung ab. Oh. Dafür geht's mir jetzt nicht gut. Und nu? Anscheinend warten wir eine Weile. So, anscheinend auch am Ende vom Kapitel angekommen. Dann würde ich sagen, sind wir wieder mal am Ende der Episode. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.